Servus, Bremen-Fans. Hier ist der Basti W., Bremen-Fan aus Bayern. Und darum zur Begrüßung kein Moin, sondern Servus. Dennoch geht es wie immer um den wunderschönsten Verein auf diesem Planeten, den SV Werder Bremen. Und heute geht es um einen Eimer voller Geld für Marvin Ducksch. 12 Mille, Saudi-Arabien. Let's go. Jetzt macht er doch die wilden Gerüchte. Jawohl, ihr habt vollkommen recht. Bei einem der hässlichen Vögel machen wir auch die wilden Gerüchte. Im Prinzip ist das schon dementiert laut Deichstube, aber der Verein Al-Weda FC, sorry, wenn ich ihn falsch ausspreche, soll angeblich 12 Millionen bieten. Das muss ich einfach mal nur aus der Zunge zergehen lassen. Es gab vor einer Woche, hätte es noch eine Klausel gegeben, daher wäre er fast für die Hälfte hätte da gehen können. Und der Club aus Saudi-Arabien bietet jetzt einfach mal gefühlt, also keine Ahnung, 90% von der Klausel, obwohl es die gar nicht mehr gibt, also 90% mehr, das wäre schon irre. Und man muss einfach klar sagen, aus Bremer Sicht, was macht man da, wenn man mal sich in die Rolle des Frank Baumann zum Beispiel reinversetzt. Der Ducksch ist 29 Jahre, hat noch ein Jahr Vertrag, hat einen Marktwert von 6,5. Ich glaube, jetzt gibt es dann bald ein Transfermarkt-Update, aber so viel mehr wird es nicht werden wohl, wenn es überhaupt mehr wird. Und da bietet ein Verein 12 Millionen. Da muss man, glaube ich, wenn man ans Business denkt, fast sagen, Marvin, vielen Dank für die Reise, aber jetzt spielst du woanders. Fußball, ich schätze mal, dass er mit Geld überschüttet worden würde, der Ducksch. Jetzt muss er halt auch zeigen, Rückgrat beweisen, wie wichtig ist ihm Fußball, wie wichtig ist ihm Geld. Aber wie sieht man das denn überhaupt in der Bremen-Bubble? Einerseits wollen wir wahrscheinlich das alles verachten, dass die Superreichen da alles aufkauft, aber wenn es dann um den eigenen Verein geht und sie sagen, hey, für einen Ducksch 12 Mille, so viel ist er eh nicht wert, das können wir eigentlich machen. Also mein erster Gedanke war, wo ist der Schubkarren, ich fahre ihn rüber und lass uns die 12 Millionen geben. Wird spannend, ich glaube, dass das jetzt hier nichts wird, aber wollte euch nur mal meine Gedanken teilen, denn ich glaube, dass das kontrovers in der Bremen-Bubble auf jeden Fall diskutiert wird, denn das Geld kann man sich eigentlich nicht entgehen lassen, nur die Frage ist das ein Geld, was man so annehmen möchte und ist das ein Wechsel, den man auch Marvin Ducksch dann auch gönnt oder ihm geben möchte, denn das ist natürlich schon eine Ansage, du verdienst viel Kohle, aber sportlich gibst du dich da natürlich auch ein bisschen auf. Das muss er wissen, das muss der SV Werder Bremen wissen und als Fan kann man da nur spannend hingucken. Das war's von meiner Seite aus. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin der Basti B., Bremen-Fan aus Bayern und darum auch zur Verabschiedung. Kein Tschüss, kein Moin, sondern Servus.